Ich nutze seit einigen Jahren den Fire TV Stick von Amazon, habe die erste Generation benutzt und jetzt auch das Alexa-Teil. In der Zeit konnte ich jetzt mal 5 Gründe sammeln, warum ich den nicht wieder nutzen würde. Grund Nummer 5, die Fernbedienung. Die Fernbedienung an sich ist jetzt nicht schlecht, die will ich gar nicht kritisieren. Ich will nur den Fakt kritisieren, dass ich eine zusätzliche Fernbedienung wieder in mein Wohnzimmer legen muss, um das Gerät zu bedienen. Jetzt könnte man sagen, naja, das geht ja auch über CEC mit HDMI. Ja, das geht aber nur teilweise. Also ganz schrecklich war es mit dem ersten Fire TV Stick. Besser ist es mit dieser Alexa, ja, Generation dann geworden. Man kann halt den Fernseher, normalerweise müsste man den Fernseher aufwecken können mit dem Stick, und umgekehrt müsste auch der Fernseher den Stick aufwecken können. Das hat leider nicht immer und auch nicht mit allen Fernsehern geklappt. Deshalb braucht man zur Sicherheit immer nochmal die Fernbedienung, um den Fire TV Stick aus dem Tiefschlaf zu holen, oder mit der App kann man ihn dann auch rausholen. Und die Handy-App, die sieht da so ein bisschen dahingerotzt aus, zumindest wenn ich das mit Yatzi vergleiche. Yatzi ist die Fernbedienung zum Mediasender Kodi. Grund 4, fehlende Apps. Naja, man hat keinen Play Store, man hat nur diesen Amazon Store, und der ist doch sehr eingeschränkt in der App-Auswahl. Und da werden sogar Apps wie Kodi direkt gleich verboten. Das führt uns auch zum nächsten Punkt. Viele Apps muss man halt manuell installieren, wenn man sie nicht im Play Store bekommt, also im Amazon Store bekommt. Man muss die dann per Sideload installieren oder irgendwie auf den Stick kopieren übers Netzwerk und dann manuell installieren. Das ist also auch nicht sehr bequem. Grund Nummer 3, kein Streaming. Damit meine ich jetzt nicht das Video-Streaming, sondern diese Chrome- oder Miracast, wie das heißt, Unterstützung. Also, dass man quasi mit dem Chrome-Browser oder vom Handy aus direkt den Bildschirm teilen kann. Das wäre natürlich wünschenswert gewesen, dass das geht, so wie der Chromecast das kann. Man kann Apps nachinstallieren, aber das hat bei mir zumindest mit der ersten Generation überhaupt nicht gut funktioniert. Der ist da fast abgeschmiert. Ich schätze mal, der war einfach zu sehr unter Last. Grund Nummer 2, keine Custom ROMs. Also Routing oder eine Custom Firmware da drauf zu spielen, ist nur mit älteren FireOS-Versionen möglich. Und ja, wer hat die denn noch? Normal hat man ja die Updates mitgemacht. Und man ist dann quasi eingeschränkt auf das, was Amazon einem vorgibt, nämlich einen Smart TV oder einen Smart TV Stick halt eben zu haben. Und alles, was Amazon halt nicht möchte, kann man auf dem Stick halt auch nicht machen. Das sieht man doch wieder, wie liberal Google eigentlich mit seinen Geräten ist. Also wenn man den Stick dann ausgemustert hat und ihn nicht mehr am Fernseher betreiben will, kann man ihn eigentlich nur noch, ja, wegschmeißen, als Briefbeschwerer nehmen. Ja, da ist nichts mehr zu wollen. Zum Beispiel hätte ich dann OpenVPN-Server gern drauf betrieben, um mich in mein Netzwerk anmelden zu können. Der kann ja 5 GHz, also WLAN AC unterstützt er. Von daher hätte ich da auch genug Bandbreite gehabt. Das wäre ein schönes kleines Teil mit wenig Stromverbrauch gewesen. Aber das geht halt einfach nicht, weil ja Amazon das nicht zulässt. Grund Nummer 1 ist der Datenschutz. Und zwar kam ja in letzter Zeit raus, was der Amazon Stick oder allgemein dieser Alexa-Universum alles speichert. Es gibt umfangreiche Datenspeicherung, sogar die Tonaufnahmen werden im Original als WAV-Datei gespeichert. Und die kann man sich sogar zuschicken lassen von Amazon, wenn man mal sehen will, was Amazon alles über einen weiß. Da das ein sehr kontroverses Thema sicherlich ist, freue ich mich schon auf eure Kommentare.